I started playing the piano when I was 3 because when I was little, I was quite shy. So my parents sent me to lots of activities to encourage me to express myself. Then piano was the one I fell in love with. Yeah. Now I'm studying at Curtis Institute in Philadelphia with Mr. Liu. Monte Liu. He's one of the most inspiring and important my teacher in my life. Piano is my best friend because I can share all my feelings and secrets that I cannot tell anyone. When I play the piano, it releases my stress and it makes me calmer and more relaxed. So it's like a best friend who has always been there for me and never betrays me. Was Sayimi daraus macht, ist wirklich ganz, ganz großartig. Sie hat eine enorme Kraft und trotzdem eine wahnsinnige Sensibilität. Also die Palette, was sie in Farben zu uns bringt, ist wirklich enorm. Sie ist natürlich eine sehr bescheidene Person und trotzdem, wenn sie spielt, dann merkt man, was für eine große Persönlichkeit, was für eine Musikerpersönlichkeit da hinten ist. So when I have a concert with orchestra, actually it's very fun for me because kind of sharing the music with someone else. So I really like having a concert with orchestra and also chamber music too. Very grateful to the Orphan Foundation for giving me such a fantastic opportunity to make my European debut with Maestro Pasca and the Tonhalle Orchestra. Working with Maestro Pasca has been a really inspiring experience for me. I'm so inspired by her passion, her authenticity, and her attention to details in the music. Jungen Solistenförderung ist, finde ich, das Allerwichtigste und das Basis überhaupt für eine gute Karriere. Und wenn wir vergleichen jetzt zum Beispiel wie in Stiftung Orpheum mit Wettbewerben, natürlich der Vorteil ist, dass man nicht unter diesem Wettbewerbdruck ausgesetzt ist und wo man oft auch sehr kurze Zeit hat und verschiedene Menschen öffnen sich unterschiedlich und die können sich die brauchen unterschiedliche Zeit und so weiter. Und natürlich so ein Rahmen von einem Konzert, wo man die Proben hat, die Vorbereitung und dann genug Zeit auch mit dem Orchester, das ist eigentlich das Ideale, weil das ist das, was man als junger Solist braucht.